Auch in dieser Saison wieder sehr beliebt waren die Eifel-Kulturtage. 220 Kinder und junggebliebene Erwachsene bejubelten Clown Zopp im Zirkuszelt am Abschlusswochenende der vom TV präsentierten Eifel-Kulturtage. Herzerfrischend lustig zeigte sich Shakespeares Hamlet, den die Eifel-Kulturtage im Zirkuszelt präsentierten. Grandioses Glanzlicht der Kulturtage, Ben Beckers Lesung aus Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz im Atrium des Wittlicher Cusanus-Gymnasiums. Erstmals setzten die Eifel-Kulturtage, die Rainer Laupichler 2007 als Festival, das aufs Land geht, gründete, auf Wittlich als Hauptaustragungsort und Partner. Rainer Laupichler erinnert sich. Wir haben einen neuen Weg gesucht. Wir sind von Wittlich ausgehend in die einzelnen Landkreise, die einzelnen Dörfer, was sich im Nachhinein als toll erwiesen hat. Wichtig war nur, wir haben ein umfangreicheres Programm gehabt, was wirklich sehr differenziert war, viele Genres beinhaltete, sei es Tanz, sei es Kabarett, Theater, Lesungen, bildende Kunst, Comedy. Und all das zusammen war ein Paket, das in dieser Form in der Eifel einzigartig ist und auch eine wirkliche Marktlücke darstellt in Kombination Dorf, Kultur, Stadt, Kultur. Also es war rundum gut eingetütet und im Nachhinein war es auch tatsächlich eine Wundertüte. Am Wochenende fiel der letzte Vorhang und das Fazit ist positiv. Das Team arbeitet dabei ungemein erfolgreich. Ich würde sagen, wir hatten eine Platzausnutzung von ca. 99,3%. Ganz wenige Veranstaltungen waren nicht ausverkauft. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Eine Frage bleibt noch. Wer bekommt die Trophäe, die Goldene Bertha? Die Goldene Bertha ist ein Publikumspreis, den wir in diesem Jahr zum ersten Mal verleihen werden. Er wird sich anlehnen an den amerikanischen Oscar, wird aber den Kopf eines Schweins haben, natürlich in Anlehnung an die Säulbrennerstadt Wittlich.